Autsch. 400 Goldmünzen pro Person. Ja. Das tut richtig weh. Und das Gold beim Händler, also durch den Verkauf, werden wir bestimmt nicht reinbekommen. Ärgerlich, ärgerlich. So, das war Jahira. Das war Jahira. Einen Helm bekommt sie auch. Das ist Khaled, der immer noch einen Plattenpanzer braucht. Und ein Schwert. So. Ah, ihr Knüppel fehlt auch noch. Vielleicht sollten wir auch mal eine Schleuder für sie holen, wenn Druiden den Schleudern benutzen können. Ne, wir wollen Knüppel haben, keine Schriftrolle zum draufhauen. So, ach ja, Minz, genau, der hat noch ein Level Up. Level 3. Geben wir ihm Axt. Ja, eine schöne Zweihand-Axt, das wäre doch schick. Oh, seine Hellebarde, unter was zählt die eigentlich? Hätten wir mal vorher nachgucken sollen. Na, geben wir ihm trotzdem Axt. Einverstanden und meistbenutzte Streitaxt steht da. Aber was in dem Text steht und was das Spiel als Spielmechanik benutzt, ist eine andere Sache. Waffentyp Speer. Ja, ärgerlich. Wir können sie zwar trotzdem benutzen, aber so gut treffen werden wir damit nicht. ETB 017. Er hat auch 17. Ah, er hat aber auch wesentlich mehr Stärke. Lassen wir das aber erstmal so. Zu lange, bis wir eine ordentliche Zweihand-Axt für ihn finden oder ein neues Zweihand-Schwert. Die Sachen können aber auch wieder raus, weil magische Waffen gehen nicht kaputt. Er hat kein Ersatzschwert. Das geben wir mal so. Ja, so ein Langschwert plus 1 oder Bastardschwert plus 1, das hätte jetzt was. Da müssten wir uns nicht mal Sorgen um das Zerbrechen machen. Die können wir auch stapeln. Das kann runter zu Immuen. Wo man die Zöpfe einlesen könnte, wäre langsam auch ein bisschen interessant. Haben wir auch schon viel von. Aber gut, jetzt erstmal zum Händler. Sachen verkaufen. Und danach ins Gasthaus. Wieder ausruhen. Ich habe irgendwie so ein leichtes Déjà-vu. Vor ein, zwei Folgen haben wir auch genau das gleiche gemacht. In die Stadt zurück zum Wiederbeleben. Dann zum Händler. Nee, andersrum. Erst Händler, dann Wiederbeleben. Dann Taverne. Ja, alle Anfänge schwer. Und es dauert noch eine ganze Weile, bis wir Wiederbeleben als Zauber sprechen können. Ich glaube, im ersten Teil sogar noch gar nicht. Es kommt erst später im zweiten. Obwohl, so ganz sicher bin ich mir nicht. Aber das werden wir herausfinden. So, hallo Händler. Wir haben diesmal keinen Wolfspelz für dich. Dafür haben wir Zaubersprüche, Bögen. Ja, Zaubersprüche und Bögen. Ein paar Schwerter noch. Schienenpanzer. Die lernfähige Kugel, was macht die nochmal? Ja, das war vom Level abhängig. Später hat sie sogar die Fähigkeit, instant jemanden zu töten, wenn kein Rettungswurf gelingt, was für einen Stufe 1 Zauber echt super ist. Aber das dauert auch eine ganze Weile. So, die beiden können auch weg. Und noch ein bisschen Schmuck. Wow, ein bisschen mehr Schmuck. Ah, hat sich es wohl doch gelohnt, die beiden da umzubringen. Oder die drei, besser gesagt. Haben ungefähr plus minus beim Gold. Minsk ist eine Stufe aufgestiegen. Streitkolben kann auch weg. Was haben wir hier? Ah, schön. Abwehrarmbänder Rüstungsklasse 8. Die sind für Düna hier ganz praktisch. Die hat ja noch 10 Rüstungsklasse. Und der Flegel ist ein Flegel plus 1. Wo steht das? Da, Flegel plus 1, genau. Die Robe ist eine Feuerschutzrobe. Also haben wir jetzt eine Feuerschutzrobe und eine Elektrizitätsschutzrobe. Na gut.
Die Falle identifizieren wir nicht. Dann war's das erstmal. Ja. So, ab ins Gasthaus. Wir haben Nuba immer noch nicht wieder gesehen. Er scheint echt weg zu sein. Schön, schön. Also musste man ihn nur lang genug erdulden, dann verschwindet er irgendwann. So, was habt ihr heute für mich? Wir hätten gerne ein Zimmer. Und dann heilen wir uns noch. Und schlafen dann gleich nochmal. Ja, die Option, dass man hier so lange schläft, bis man hochgeheilt ist, gibt es noch nicht, soweit ich weiß. Kommt auch erst mit dem zweiten Teil. Obwohl man so eher ein Gefühl dafür bekommt, wie schwer die Wunden eigentlich sind. Weil wenn man im Hochlevel-Bereich ist und dann eine schwere Schlacht hinter sich hat und erstmal so 3-4 Tage lang rasten muss, das ist schon vom rollenspielerischen Aspekt her ganz gut gemacht. Nur zieht es sich halt auch ein bisschen. Und für ein Let's Play ist es nicht unbedingt so interessant, sich immer wieder hochzuheilen. Na gut, letztes Mal Schlaf. Ihr könnt jetzt nicht holen, weil der Zauber noch gesprochen wird. Ja. Jetzt aber. Und speichern. LP 20. Und auf ein neues. Erforschen wir noch den letzten Fitzel von dem Gebiet da und dann könnten wir uns auch nach Beregost auf den Weg machen. Denn der Informant wird zwar eine ganze Weile warten, aber ewig nun auch wieder nicht. Und wir sind jetzt ja schon über eine Woche unterwegs, seitdem wir die Minen leergeräumt haben. Oh, da ist auch noch ein Gebiet. Ah, ist langsam ein bisschen zu weit weg von Naschkel, ne? Naja, hier fehlt noch eine Ecke. Die schauen wir uns kurz an. Was hatte ich schon mal kurz? Ja, wie ihr sehen konntet, habe ich hier eine große Runde gedreht und auch einen extra Abstecher hierhin gemacht, weil ich eigentlich dachte, Dritzt wäre irgendwo hier gewesen und ich gucken wollte, ob er inzwischen wieder mit uns redet. Aber ich habe ihn so auf die Schnelle nicht gefunden und habe dann einfach hier das restliche Gebiet entdeckt. Wir hatten eine Menge Zufallskämpfe, aber nichts wirklich Besonderes. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Beregost. Wir haben zwar noch jede Menge Gebiete, wo man sich ein bisschen rumtreiben könnte, aber das kann man ja auch nach dem nächsten Stück der Hauptquest machen. Muss ja nicht alles auf einem Schlag machen. So, also Beregost. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Ein Untoter mit Xwarten zusammen. Interessante Mischung. So, immerhin geht man ein bisschen nach hinten. Immerhin. Nach hinten. So. Alle auf den Düsterschrecken. Weil er kann, glaube ich, lähmen, wie die anderen Ghoulinge auch. So, und jetzt die Xwarte aufmischen. Und währenddessen können wir schon gucken, wo genau in Beregost wir hin müssen. War das in diesem Journal oder im nächsten? Ach, der kleine Rufi. Nee. Bum, bum, bum.
Ein Gerücht von Volo. Ich habe gehört, dass Kommandant Brage von der Garde von Amsa einiger Zeit verschwunden ist. Ja, so viel wissen wir auch noch. Aber Volo hat auch nicht gesagt, wo er hin ist. Hat sich ein neues Schwert geholt. Ja. Nö, das hilft uns auch nicht wirklich weiter. Oder steht das in dem Brief drin? Na, 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 na. Seine Briefe bestätigen auch einen Verdacht. Darf mit Sicherheit angenommen werden, dass eine Verbindung zu den Räubern auf der Straße ist. Ja. Ja. Oh, der Kampf ging ja gar nicht weiter. Okay, also er pausiert nicht im Inventar, aber beim Journal schon. Ach ja, die Tücken der Technik. Aber ich könnte jetzt im Journal nach dem Brief gucken. Ja, im Inventar. Oh ne, das ist der Brief von dem toten Halbling. Kopfgeld. Das ist auch ein Kopfgeldjäger gewesen. Mein Diener Mullahay, das klingt doch gut. Solltet ihr auf irgendwelche Probleme stoßen, so sendet eine Nachricht an meine neue Kontaktperson in Beregost. Sein Name ist Transig und er wird sich in Feldposts Wirtshaus aufhalten. Schön. Dann werden wir doch mal ganz unauffällig mit einer Sechser-Truppe bewaffneter Krieger in die Taverne gehen und uns nach einem Transig umhören. Das klingt doch Paladin-mäßig, oder? Ja, finde ich auch. Naja, diskret umhören und so. Könnte zwar im Moment machen, aber... Nee, nee, nee. So locken wir ihn garantiert aus seinem Versteck. Aber in der Taverne waren wir noch gar nicht drin, ne? Müssen wir erstmal finden. So, hier war der windige Schwindler. Das war die eine Taverne. Hier war der Schmied. Und schau mal, wo die andere Taverne ist. Dieser Stadtführer, den wir am Anfang getroffen haben, wäre dafür ganz praktisch. Oder weißt du vielleicht auch was? Ne, er erzählt nur was über den Schmied. Ah, bei dem Schmied waren wir ja schon. Hier waren die Spinnen drin. Wobei mir da gerade einfällt, dass wir den Wein immer noch haben. Den wollte sie ja auch haben. Also Spinne... Wein und Schuhe, die drei Sachen. Wir haben erst zwei abgegeben. Bei Zeiten können wir auch mal anfangen, hier so ein bisschen zu plündern. Also Immuen losschicken und die Häuser ausrauben. Obwohl wir Geld nicht so wirklich nötig haben. Ich habe den ganzen Tag schon genug geschuftet. Ja, Jahira, wir können hier gleich schlafen in der Taverne. Feldposts Wirtshaus, das ist doch genau das Richtige. Merken wir uns mal hier so im Südwesten der Stadt. Ja, Khalid. Dass die immer alle auf einmal meckern müssen, ist so nervig. Was? Hey, ihr da, verschwindet. Solches Gesindel wie euch kann ich hier nicht gebrauchen. Was? Okay. Na, das ist nicht der Tavernenbesitzer, das ist nur irgend so ein betrunkener Idiot. Du warst das, ha? Huh? Hey, ich habe euch doch gesagt, ihr solltet euch verdünnisieren. Wir können keine Fremden gebrauchen, die hier Unruhe stiften. Aha, aber ihr könnt Bekannte brauchen, die Unruhe stiften, ne? Huh? Nicht nötig, alles zu verbiegen. Es ist genug für uns alle da. Ich liebe Übersetzungsfehler. Ja, nehme ich mal das zweite. Entschuldigung, ich möchte keine Schwierigkeiten. Ich gehe einfach nur meinen Weg. Da ist die Tür. Verkriecht euch wieder in das Loch, aus dem ihr gekommen seid. Das hier ist ein Wirtshaus für ehrlich arbeitende Menschen. Macht euch lieber nützlich, statt hier rumzulungern und andere Leute auf die Nerven zu fallen. Ich sollte meinen Augen eine Pause gönnen. Naja, das lassen wir dir auf uns sitzen. Verpisst euch, sonst gibt's was in die Fresse.
Seid so klug und hört auf den Mann, ja? Ah, jetzt können wir wohl nichts mehr machen. So, Wirtshaus, Besitzer, da.